Medienbildung für alle. Wie ist das möglich? Wie können wir Medienbildung für alle in der Schule erreichen? Was kann oder muss getan werden, um diese Forderung in einem digitalen Zeitalter umzusetzen? Bildung für alle ist ja eine Forderung, die gesellschaftlich bei uns sehr stark verankert ist. Bildung betrachten wir, möchten wir als ein öffentliches Gut betrachten, was zur Entwicklung des Einzelnen und zur Entwicklung der Gesellschaft maßgeblich beiträgt. Insofern stellt sich natürlich die Frage, wie können wir Bildung in der digitalen Welt für alle verfügbar machen? Was gibt es da für spezifische Herausforderungen und wie kann Schule hier eine Antwort liefern? Betrachten wir eines der ersten bebilderten Lehrwerke hier von Johann Amos Comenius. Für ihn war das Ziel seiner Bildungsarbeit noch selbstverständlich. Bildung als Weg, auf dem die Menschheit aus ihren verderblichen Irrtümern zurückfindet zu der Ordnung der Welt, wie Gott sie vorsehe. Für ihn war diese Begründung und dieser Begründungszusammenhang von Bildung noch selbstverständlich. Doch für uns ist in den letzten Jahrzehnten, auch gerade nach dem Zweiten Weltkrieg, die Begründung und Einordnung von dessen, was wir als Bildung anstreben wollen, immer schwieriger geworden. Die inhaltliche Bestimmung von Bildung hat sich in vielerlei Hinsicht als fraglich erwiesen. Es ist schwierig, Bildungsgüter konkret inhaltlich zu benennen, wo wir benennen können, dieses oder jenes ist ein Bildungsgut, was zu erlernen sein sollte. Auch das Ausweisen von formalen Fertigkeiten als tragfähige Bildungsziele ist schwierig, weil solche Fertigkeiten doch, wenn sie einmal in einer Situation erworben sind, sich nicht automatisch und zuverlässig in anderen Situationen anwendender ist. Der Versuch, Bildungsziele normativ zu bestimmen, ist ebenfalls nicht einfach und weist viele, viele Fragen auf. Wie können wir Ziele für die Entwicklung von Persönlichkeit und Gesellschaft benennen? Hier, Klafki hatte noch gesagt, Selbstbestimmung, Mitbestimmung, Solidarität, das sind die Ziele, die wir in der Bildung verfolgen wollen. Und der Einzelne oder auch eine Gesellschaft kann sich einigen darauf, diese Ziele zu verfolgen. Bildungstheoretisch, bildungswissenschaftlich ist es aber schwierig, diese Kategorien tatsächlich als begründet erscheinen zu lassen, also als universelle Prinzipien, unabhängig von kulturellen oder zeitlichen Desideraten. Aktuell steht im Mittelpunkt der Diskussion ein relationales Verständnis des Bildungsbegriffs. Dieses Verständnis sieht den Einzelnen in seiner Relation zu sich selbst, zu anderen und zur Welt, zu den Dingen der Welt und fragt, wie der Mensch ein reflektiertes Verhältnis entwickeln kann, wie er durch Irritationen, durch Veränderungen, durch Dinge, die die Person verändert, die Sicht auf die Person verändert, eben hier Bildung entwickeln kann. Wir können also fragen natürlich auch, was bedeutet Bildung in der digitalen Welt und müssen dann eben auch auf solche Vorstellungen von Bildungen zurückkommen, wenn wir fragen wollen, welche Bildungsvorstellungen möchten wir eigentlich für die Zukunft in der Bildung in der digitalen Welt uns hier vorstellen. Die bisherige Bildungsdiskussion ist sehr eng an dem Buch hängen geblieben. Sie ist sehr eng mit dem Buch verknüpft gewesen. Sie sehen hier noch einmal einen Zeitstrahl, der deutlich macht, in welcher doch großen Zeitspanne hier von dem Buchdruck bis zur Aufklärung, bis zu der Französischen Revolution, den gesellschaftlichen Umbrüchen der Neuzeit notwendig waren. Hier können wir feststellen, es sind mehrere hundert Jahre, die nötig waren, um eben diese politischen und gesellschaftlichen Umwälzungen tatsächlich zustande zu bringen. Das Buch war aber der zentrale Mittelpunkt, um das Wissen zu kommunizieren, um das Wissen über Distanzen zu kommunizieren, um diese Ideen auch in der Gesellschaft verfügbar zu machen und letztlich zu diesen Umwälzungen auch zu führen. Und nun, so ist die Diskussion in den Medien, in der Mediensoziologie, nun erleben wir doch
wahrscheinlich, möglicherweise einen Umbruch hin zu einer digitalen Gesellschaft. Und dieser Umbruch ist erstaunlich schnell. Der findet erstaunlich schnell statt. Innerhalb von wenigen Jahrzehnten hat die digitale Technik eigentlich unsere Kultur schon geprägt, prägt sie unsere Kultur, unser Handeln, unser Denken, das Funktionieren der verschiedenen Subsysteme in unserer Gesellschaft. Hier nur noch mal kurz erläutert, etwa also die Zuse 4 Maschine von eben Konrad Zuse in Berlin seinerzeit etwa 1945 gilt als einer der ersten Rechner, der eine Turing-Maschine, eine programmierbare Maschine eben implementierte, fast zeitgleich in den USA die ENIAC. Und dann in diesen verschiedenen Schritten wurde der Computer eben immer kleiner, verfügbarer, immer mehr bettete er sich ein in die Umwelten, in unsere Arbeitsvollzüge, in unsere privaten Lebenssphäre und letztlich eben halt auch in die Bildungsarbeit. Der Computer ist also eben nicht mehr so groß wie hier zunächst. Er ist eben immer kleiner geworden und wie gesagt, dadurch ist es auch möglich, dass er immer weniger sozusagen erfahrbar ist. Er durchdringt unsere Lebenswelt zusehends und das ist der große Unterschied eben auch zu den Anfängen. Hier eine kleine Kurve, hier ein kleiner Hinweis nochmal auf das Tempo, mit dem diese digitale Veränderung stattgefunden hat, viel schneller als die Implementation des Buches, die Verbreitung des Buches und des Buchdrucks, enorm, wie schnell sich hier beispielsweise das Internet in den verschiedenen Altersgruppen durchgesetzt hat, sodass wir feststellen, heute sind wir schon bei 94% in der Gesamtbevölkerung in der Internetnutzung. Und dennoch wird deutlich, dass solche Zahlen auch überdecken, dass gerade auch in dieser durch digitale Medien geprägten Gesellschaft natürlich Ungleichheiten existieren, die sich entlang der im Grunde genommen eben bekannten Variablen auch hier entlang darstellen. Bildung, Geschlecht, Alter, Einkommen, die haben Einfluss auf eben halt solche Faktoren wie Gerätebesitz, die Intensität der Nutzung, auf auch die App-Vielfalt, die Medienkompetenz oder auch die Bedeutung, die den Medien zugeschrieben wird. Wir sehen hier beispielsweise auch eine Grafik, in der das nochmal deutlich gemacht wird, nämlich die Frage, wie wichtig erscheint es Ihnen für sich selbst die Digitalisierung. Und da sehen wir eben halt, dass der Bildungsgrad einen direkten Einfluss auch darauf hat, wie positiv und wie wichtig man diese Entwicklung für sich selbst nimmt. Also im Ganzen hier, muss ich auf die Seite treten, haben wir neue gesellschaftliche Herausforderungen durch die Digitalisierung. Es sind Veränderungen in den gesellschaftlichen Verhältnissen, in der gesellschaftlichen Kommunikation, aber eben auch in der persönlichen Kommunikation. Disparitäten unterschiedlicher Art, die wir halt versuchen auch, die Wissenschaft versucht, die Soziologie, die Sozialwissenschaft versucht nachzugehen, um dann auch zu überlegen, was bedeutet das für eben Bildung in einer digitalen Welt. Ich will das hier mit dieser Abbildung einmal skizzieren. Wir sehen hier auf der einen Seite die Schlagworte, die ich eben schon genannt habe, nämlich Bildung in der digitalen Welt. Kann sich auf einen solchen relationalen Bildungsbegriff beziehen, nämlich Identität entwickeln im Umgang mit Medien, sich mit anderen über Medien verständigen und am mediatisierten Wissen der Kultur teilhaben. Das wären also sozusagen diese drei Elemente, die wir als Zielkategorie für Bildung definieren könnten. Und auf der anderen Seite haben wir dann hier verschiedene Schlagworte, verschiedene Elemente einer Kompetenz, die diese Bildung notwendig hat, um letztlich diese Ziele erreichbar zu machen. Das sind verschiedene Elemente einer Medienkompetenz, die notwendig wird, die aber eben letztlich auf Bildung einzahlen. Sie sehen also hier, Bildung wäre die Zielkategorie und um diese Zielkategorie zu erreichen, wollen und müssen wir bestimmte Kompetenzen erreichen.
Ja, man kann das hier auch nochmal darstellen. Also wir haben auf der einen Seite eben den Bildungsbegriff, der hier die Ziele darstellt, einen relationalen Bildungsbegriff. Wir haben auf der anderen Seite die stabilen Merkmale der Persönlichkeit. Wir haben auch generische Kompetenzen, die transferierbar sind. Vielleicht so etwas wie Kooperationsfähigkeit, Problemlösen, Selbstorganisation. Aber dann haben wir eben hier auch domänenspezifische Kompetenzen, die sehr viel weniger übertragbar sind, die auch in der handelnden Auseinandersetzung erworben werden, die aber eben, so ist die Diskussion in der Mediendidaktik, wahrscheinlich mehr an bestimmte Medien, an bestimmte Situationen doch auch gekoppelt sind. Wir also nicht so sehr als auch generische Kompetenzen betrachten können. Zumindest müssen wir das weiter erforschen, inwiefern so etwas wie Medienkompetenz, ähnlich wie Methodenkompetenz, doch an spezifische Nutzungszusammenhänge und Kontexte gebunden sind oder ob Medienkompetenz tatsächlich auch wirklich so generisch sind. Das bleibt weiter zu erforschen. In NRW haben wir die Situation, dass es einen Medienkompetenzrahmen gibt, der ganz ähnlich aufgebaut solche Themen benennt, die im Rahmen der verschiedenen Schulstufen eben halt mit Inhalten umgesetzt werden sollen und deren Verfolgung dazu führt, dass dann schrittweise auch stufenweise sich zunehmend solch eine Medienkompetenz bilden kann. Das ist eine Unterstützung auch für die Lehrkraft, hier sozusagen auch die richtigen Inhalte zu finden für die Fächer. Und wir sehen dabei eben auch schon, dieser Medienkompetenzrahmen geht davon aus, dass das Fach unabhängig gelehrt und gelehrt werden kann und sollte. Medienkompetenz ist also in NRW nicht unbedingt ein Fach. Man kann das auch als Fach lehren, aber es ist eben hier der Ansatz, im Medienkompetenzrahmen dieses Fach übergreifend zu betrachten, sodass eben auch die Lehrpersonen ja einen Weg finden, das in ihren Fächern letztlich auch zu vermitteln. Um das nochmal deutlich zu machen, in der Diskussion wird ja oft über digitale Kompetenz gesprochen und die Frage ist, wie betrachten wir das? Das ist schon ein ganz entscheidender Punkt. Betrachten wir das als etwas, was dazukommt, was also, wo wir sagen würden, neben Bild, Lesen, Schreiben und Rechnen kommt nun die digitale Technik dazu. Die Schule muss eben diese digitale Kompetenz zusätzlich vermitteln, um Medienbildung für alle zu ermöglichen. Oder aber, und das wäre eine alternative Sicht, ist digitale Kompetenz nicht doch etwas, was sich integral, also durchdringend durch die einzelnen anderen Kompetenzen durchzieht, nämlich die Art, wie wir lesen, die Art, wie wir schreiben, die Art, wie wir rechnen, in allen Fächern, allen Themen, allen Stufen, da macht sich digitale Kompetenz bemerkbar. Übrigens schließt sich auch nicht aus. Wir können auch beide Ansätze verfolgen, aber es ist wichtig, deutlich zu machen, dass das spezifisch Herausfordernde in der aktuellen Diskussion ist, eben, dass wir merken, die Digitalisierung durchdringt eben unsere Lebensvorzüge, unsere Berufswelten auf eine sehr viel eben halt grundlegendere Weise. Und insofern ist es wichtig, dass wir das auch in den Lehrinhalten und in der Art, wie wir die Lehrinhalte für Bildung in der digitalen Welt betrachten, auch das mit berücksichtigen. Ja? Also nochmal, mein Plädoyer geht hier stark dahin, dass wir eben das nicht so sehr denken als analog versus digitale Welt und dann denkt, die analoge ist die echte Welt und die digitale Welt wäre irgendwie eine defizitäre Welt, sondern dass wir von diesem Bild ausgehen der Durchdringung der Lebenswelt. Ne? Gut, und insofern ist für mich dann auch so etwas wie digitale Bildung eigentlich nur ein Arbeitsbegriff. Also wir müssen vorsichtig sein, diesen Begriff unreflektiert zu verwenden. Es gibt ja auch keine analoge Bildung. Also das macht ja keinen Sinn. Oder eine Buchbildung, ne, würden wir auch sagen, gibt es nicht. Es gibt eben Bildung.
Digitale Kompetenzen können nur im Gegenstand erworben werden und deswegen sind alle Fächer gefordert. Und insofern bedeutet das halt, dass man auch das Verstehen und die Reflexion der Digitalisierung in einem zusätzlichen Fach auch dann auch noch einbringen kann. Informatische Bildung in NRW, jetzt auch ja Medienbildung an bestimmten Punkten des Curriculums. Also das ist ständig im Fluss, das ist sicherlich eine gesellschaftliche Verständigung notwendig, wann und wo man das verankert. Aber nochmal, das Besondere ist, dass wir eben halt diese Ziel einer Medienbildung für alle nur erreichen können, wenn wir dieses durchdringende Element des Digitalen eben halt auch verstehen und deswegen wir auch diesen Begriff hier doch gerne bevorzugen. Ja, es geht auch noch weiter. Es gibt auch die Diskussion über eine postdigitale Sicht, also dass man auch weiterdenken kann und überlegt, ist es eigentlich das Digitale, das das Problem ist oder machen wir am Digitalen eigentlich andere gesellschaftliche Probleme fest? Also zum Beispiel ökonomische, gesellschaftliche Probleme, die jetzt eben sich hier artikulieren und wir nun sagen, das Digitale nun verschärft diese Probleme. Das ist also unsicher, ob das auf das Digitale eigentlich zu attribuieren ist oder inwiefern da sich einfach nur auch andere gesellschaftliche Probleme eben deutlich machen. Also nochmal, hier geht es im Grunde genommen ja um das Lernen, um die Kompetenz, um die Bildung und letztlich um die Frage, und damit komme ich jetzt zum nächsten Teil, wie kann Schule hier ihren Beitrag leisten, um eben eine solche breite Partizipation an Medienbildung zu ermöglichen? Wir sehen hier die Schlagworte, die relevant sind, was wir als Ziele für die Arbeit in der Schule benennen können. Das ist ein breites Repertoire an Themen, die da relevant werden. Und Sie merken, einige dieser Themen haben gar nicht mehr im engeren Sinne etwas mit der Digitalisierung, mit der digitalen Technik zu tun, sondern mit gesellschaftlichen Herausforderungen, die im Zuge der Entwicklung des Übergangs zu einer digitalisierten Gesellschaft eben zu einer Gesellschaft, die durch Digitalität geprägt ist, wir entsprechend gestalten wollen. Ja, und hier gibt es ein Schema, was häufig herangezogen wird, um deutlich zu machen, was die Handlungsfelder nun einer solchen digitalen Schulentwicklung sind. Sie sehen, es ist wichtig, dass wir das sozusagen in der Gesamtheit betrachten. Wir müssen feststellen, das Problem lässt sich nicht alleine zum Beispiel durch das Einbringen von Technik lösen. Es lässt sich nicht alleine durch Fortbildung lösen, nicht nur durch Unterrichtskonzepte oder auch neue Formen der Zusammenarbeit. Die eigentliche Herausforderung besteht darin, dass wir diese ganzen Elemente von Schulentwicklung in einer klugen Weise zusammenbringen müssen. Man kann es auch nicht alles gleichzeitig machen, aber man muss verstehen, dass diese Elemente eigentlich alle zusammengehören und unsere Projekte am Learning Lab und in der Zusammenarbeit mit Schulen und auch mit Schulnetzwerken zeigt uns immer wieder, wie wichtig es ist, diese verschiedenen Ebenen zusammen zu sehen und auch zusammen vorwärts zu bringen. Momentan ist das ein großer Konsens. In vielen Papieren aus der Politik, aus Schulministerien lesen wir, Schulentwicklung ist im Zeitalter der Digitalisierung notwendig und das ist auch gut so. Aber ich möchte hier auf einen Aspekt zum Beispiel hinweisen, wie man nämlich mit den digitalen Medien etwa zu einem Unterricht beitragen kann, der mehr auf individuelle Förderung setzt, der auf Differenzierung setzt, der auch auf Inklusion setzt. Das sind Themenfelder, die alle auch miteinander zusammenhängen. Und auch da sehen wir wieder, dass die digitalen Medien eben auch im Zusammenhang mit eben halt anderen pädagogischen Desideraten gesehen werden sollten und können. Aber ich möchte heute auch auf einen Aspekt nochmal besonders eingehen, nämlich auf die Technikentwicklung. Interessanterweise scheint mir momentan die Diskussion sehr stark in Richtung auf die Forderung, wir brauchen pädagogische Konzepte zu gehen. Das ist gut. Ja,
Da gibt es gar nichts gegen zu sagen. Aber wir müssen auch sehen, die technische Entwicklung, nun ja, das ist nicht nur das WLAN, das ist nicht nur der Computer, das ist nicht nur der Beamer an der Decke der Schule, sondern das ist auch ein ausgesprochen anspruchsvoller Prozess, der stattfindet und der auch nicht mit diesen Schlagworten beendet sein wird. Also etwa, ne, wir brauchen Glasfaseranschlüsse für die Schulen, ja, aber. Und ich möchte die Herausforderung doch nochmal deutlich machen, um die es eigentlich bei der Technikentwicklung auch geht. Das ist nicht nur sozusagen so, dass Strom aus der Steckdose kommen muss, sondern das ist eine Infrastruktur, die unser Handeln, unser pädagogisches Handeln doch sehr stark prägt. Sie sehen hier das Bild eines Hörsaals, das ist für mich sinnbildlich für eine bestimmte Form des Unterrichtens. Und wenn wir diese Form des Unterrichtens 1:1 auf den Computerraum übertragen, dann ahnen wir, haben wir eigentlich an pädagogischen Möglichkeiten nicht viel gewonnen. Betrachten wir hier eine Schulklasse, in dem Fall aus der Schweiz, und wir sehen hier, dass ganz anders gearbeitet und gelernt wird. In Wirklichkeit waren die räumlichen Veränderungen zunächst einmal gar nicht besonders dramatisch. Man hat einfach aus 3 Klassenräumen die Wände entfernt und hatte so eine Umgebung, in denen ganz anders gelernt werden konnte. Hier sind auch die Lehrkräfte zugegen, die Lernenden betreuen und unterstützen. Aber in dieser Umgebung gibt es sehr viele Medien, sehr viele Möglichkeiten zu arbeiten, sich zurückzuziehen, alleine zu arbeiten, mit anderen zusammenzuarbeiten, etwas zu erstellen, zu erzeugen, auch mit dem Computer. Aber Sie sehen, das ist ein anderes Lernen, das ist ein anderes Lehren, was wir durch diese Infrastruktur geschaffen haben. Wir haben also nicht einfach nur Computer in diesen Raum geschafft, sondern wir haben eben es hier mit einer anderen Lernumgebung zu tun. Und das ist wichtig, dass wir das verstehen. Es geht bei der Technikfrage eben sehr wohl darum, die Zusammenhänge zu den pädagogischen Konzepten zu verstehen. Ein Medienkonzept ist nicht einfach nur ein Ärgernis, was man irgendwie schreiben muss, sondern in diesem Medienkonzept fließen tatsächlich die pädagogischen Ideen mit ein. Da geht es auch nicht um das ein Primat von A oder B oder C, sondern es geht darum zu verstehen, wie diese Dinge eigentlich zusammenhängen. Ja, und krass erlebt haben wir das ja eben während der Corona-Zeit. Hier eine, wenn Sie so wollen, eine doch sehr unschöne Konstellation, während der Corona-Zeit Unterricht hybrid zu realisieren an verschiedenen Orten mit einer im Grunde genommen völlig unzureichenden Technik. Natürlich Corona eine spezielle Herausforderung, aber wir haben eben doch auch gesehen, dass diese Möglichkeiten der Räume sehr stark sich auf unser Unterrichten auswirken. Also hier jetzt ein alternatives Szenario, wo wir natürlich sofort merken, hier können wir anders auch mit Externen zusammenarbeiten. Wir können andere auch leichter hinzuschalten. Das ist ein Szenario, was ja vielleicht nicht nur für Corona spannend ist, sondern wo wir eben halt auch Kooperationen und Gespräche auch hier berücksichtigen können. Also insgesamt der Blick auf die Infrastruktur, glaube ich, ist sehr wichtig. Die Frage der technischen Rahmenbedingungen ist sehr wichtig. Hier so ein kleines Schlagwort, nicht? Bisher denken wir beispielsweise sehr stark in normierten, standardisierten Räumen. Und durch solche Zonenkonzepte können wir Räume doch noch viel flexibler gestalten. Und ja, es ist einfach die Frage, wie können wir solche räumlichen Voraussetzungen schaffen, architektonisch, mit leichten, vielleicht auch Modifikationen der räumlichen Voraussetzungen und natürlich auch mit den Möglichkeiten der digitalen Medien. Also ein klares Plädoyer dafür, die Technikentwicklung doch nochmal sehr viel ernster zu nehmen und nochmal genauer auch hinzuschauen, welche Möglichkeiten haben wir, wie wollen wir mit dem Schulträger auch darüber sprechen, in den Möglichkeiten der räumlichen medialen Ausstattungsvarianten, wie gesagt, jenseits des Glasfaseranschlusses, der hoffentlich natürlich kommt und kommen wird, und jenseits der Basisausstattung.
Also Sie sehen hier beispielsweise ein paar Schlagworte, die relevant sind. Wir brauchen natürlich eine Basisausstattung. Die hat aber zunächst mal eben noch wenig eigentlich auch Impact auf das Lehren und Lernen. Dann brauchen wir digitale Plattformen, um Material bereitzustellen, zu kommunizieren, synchron und asynchron. Dann brauchen wir die digitalen Contents. Die sind wichtig. Da müssen wir drüber nachdenken, wie kommen die eigentlich in die Schule. Die werden nicht einfach im Internet frei so verfügbar sein. Auch hier muss man sich überlegen, welche Rolle spielt da eigentlich wer. Also wer stellt die eigentlich zur Verfügung und wie werden sie zur Verfügung gestellt? Aber dann gibt es noch weitere Anwendungen, bei denen auch zu klären ist, mit welchen Kosten sind die verbunden, welche Rechte sind damit eben abzutreten möglicherweise, können sie genutzt werden aufgrund der datenschutzrechtlichen Bestimmungen oder eben halt auch die Nutzung weiterer Inhalte von weiteren Akteuren. Das sind alles Dinge, die Infrastruktur ausmachen. Da kommt bestimmt noch einiges dazu. Ich will hier auch nur skizzieren, dass eine Reihe von Playern zu berücksichtigen sind, die bei der Implementation zu beachten sind. Und hier unten steht eben die Frage, wer macht was? Wer ist eigentlich für welche Dinge zuständig? Muss das Land Lernplattformen betreiben? Kann man externe Dienstleister mit etwas beauftragen? Wer wartet eigentlich die Geräte, die Infrastrukturen? Macht das die Lehrkraft oder wie in den meisten anderen Ländern dieser Welt, Industrieländern zumindest, eben halt spezifisches Personal, die diese Geräte, Parks managt, wartet, pflegt etc.? Also hier, glaube ich, geht es sehr stark noch darum zu klären, wer macht was und eben die Frage, was ist standardisiert, wo brauchen wir Standards, wo sind Standards auch wichtig und wo ist es wichtig, dass eine Schule auch die Möglichkeiten hat und nutzen kann, um für ihre pädagogischen Konzepte und auch für ihre pädagogische Kreativität die Techniken aufzubauen, zu nutzen, kreativ vielleicht auch hier mit anderen zusammenzuarbeiten. Also wo kann auch etwas vor Ort entwickelt werden? Wo ist es wichtig, dass Freiräume bestehen, dass bestimmte Dinge auch unterschiedlich zwischen den Schulen realisiert werden? Ich glaube, das ist vielfach noch nicht so klar. Und da werden wir eben, glaube ich, noch weiter dran uns abarbeiten in der Frage, wie kommt eigentlich diese digitale Infrastruktur zustande? Nochmal, ich bleibe bei meinem immerwährenden Credo hier an der Stelle. Ja, es gibt bestimmte Elemente wie Internetanschluss, wie Beamer an der Decke, wie Computerausstattungen und so weiter. Aber Sie merken, mir scheint wichtig, dass wir nachdenken, welche Elemente brauchen wir denn im Ganzen und wie kann das Ganze zusammenkommen? Wer kann welches Element voranbringen? Also da glaube ich, gibt es einiges weiter zu besprechen. Und hier nochmal ein paar Schlagworte auch in der To-Do-Liste, die ich hier mitgebracht habe. Also natürlich diese Ausstattungskonzepte, Medienkonzepte sind wichtig abzuleiten von pädagogischen Konzepten in dem Zusammenspiel zu verstehen. Die Planung der Folgekosten ist einfach meines Erachtens nach elementar. Das ist in den letzten Jahren jetzt natürlich unter Corona ein bisschen sozusagen hintangestellt worden. Aber das können wir, glaube ich, uns nicht wirklich leisten, denn das Digitale hört ja nicht auf. Es ist ja nicht jetzt so, als ob wir das einmal machen. Die Schlagworte, die ich genannt habe, deuten ja, glaube ich, schon genügend darauf hin, dass das Ganze ja wirklich Jahrzehnte weitergehen wird. Das ist ja nicht beendet, diese Digitalisierung, sondern da sind ja viele, viele noch weitere Schritte zu machen und da werden wir auch die Schule eben doch auch immer auf diesem Weg weiterentwickeln wollen und müssen. Bereitstellung von sicheren Lernumgebungen und Verwaltungssystemen,
Ist klar, die Einführung der digitalen Lern- und Arbeitswerkzeuge, ja, die Arbeit dann auch der Personen, die diese in diesen Prozessen beratend, unterstützend auch zur Seite stehen. Auch da gibt es sicherlich einiges zu tun. Auch in der Frage, wie können wir Schulentwicklung unterstützen? Wie können wir hier mit weiteren Akteuren zusammenarbeiten, um Schulentwicklung professionell auch realisieren zu können? Denn eben, das ist einem, wie ich es eben aufgezeigt habe, doch ein sehr vielschichtiger Prozess, den man vor Ort in einer Schule, vielleicht auch in einem Schulnetzwerk in Zusammenarbeit mit einem Schulträger gut voranbringen sollte. Das ist nichts, wo es um ein Ausrollen nur geht, um ein Implementieren geht, sondern in diesem Schema, was ich gezeigt habe, da gibt es viele, viele Variablen, wo ein Kollegium, wo eine Schule als Ganzes für sich Klärungsbedarf hat. Ja, und dann eben halt auch die entsprechende Fortbildung und entsprechenden Kompetenzentwicklungsprozesse sind ein wichtiger Bestandteil dabei. Und zum Schluss will ich auch auf ein paar Zukunftsfragen eingehen, die mich beschäftigen und die mir in der Diskussion auch wichtig erscheinen, weil sie doch deutlich machen, auch noch Stellen, mit denen wir uns vielleicht noch stärker beschäftigen können. Das eine ist eben sind die schulübergreifenden Servicestrukturen. Sie merken, es geht mir hier weiter auch um diese Frage der Technikentwicklung. Die Aspekte Betrieb, Wartung der schuleigenen Infrastruktur und all die anderen Dinge, auch in der Zusammenarbeit mit privaten Dienstleistern, mit anderen auch öffentlichen Einrichtungen, ist meines Erachtens nach ein Thema, wo noch einiges auch weiter zu untersuchen ist und weiter zu diskutieren, zu entwickeln ist. Das Thema Contententwicklung, Bereitstellung, Dissemination ist seit einigen Jahren sehr wohl als Thema gesetzt und es passiert an einigen Stellen etwas. Aber im Grunde genommen bleibt die Frage, was ist die Zukunft des digitalen Lehrbuchs? Gibt es Schulbücher? In welcher Weise gibt es die im digitalen Raum? Wie werden die lizenziert? Wie wird das in der Zusammenarbeit mit professionellen Dienstleistern realisiert? Ich finde, als Pädagoge, als Erziehungs- oder Bildungswissenschaftler muss einem das natürlich doch ein großes Anliegen sein, zu fragen, naja, wie kommen eigentlich die Bildungsinhalte, die digitalen Bildungsinhalte am Ende in die Schule? Und auch das Thema Governance-Strukturen erscheint dann hier doch sehr schnell als ein Desiderat. Agile Governance-Strukturen, die Idee, dass man das in einer Landeshauptstadt sich alles klug ausdenkt und dann ausrollt, per Erlass dann in die Schulen reinträgt, das funktioniert im Zeitalter der Digitalisierung so nicht mehr. Ja, ich hatte eben schon gesagt, wir brauchen Standards. Es muss auch klar sein, was an Schulen sozusagen an Eckpunkten wir in einem Land erwarten wollen, können und müssen. Aber dennoch brauchen wir für die Digitalisierung auch viele Elemente, wo wir Freiräume den Schulen lassen, wo wir Agilität möglich machen, wo es vielleicht vor Ort zu neuen Kooperationsstrukturen kommen, neuen Formen der Zusammenarbeit kommen. Und deswegen muss auch ganz bewusst eben bei dem Thema auch über die Governance-Struktur, also die Entwicklung dieser Themen in der Schule, in der Schullandschaft, im Zusammenspiel der Akteure nachgedacht werden. Ja, vielen Dank dafür. Wenn Sie mehr dazu lesen wollen, hier das Lehrbuch Mediendidaktik oder gerade erschienen das Buch Didaktik bei UTB. Vielen Dank.